Moment und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Hey Leute, guckt mal, ich habe einen Pilz gefunden. Den werde ich mir nachher schön in Butter anbraten, ein bisschen Pfeffer, Salz, es wird mega lecker. Was denn? Ich finde bestimmt noch ein paar mehr, dann werde ich auch satt, das ist super. Achso, du meinst, man kann den nicht essen, vielleicht, dass er giftig ist? Nein, das kann sein, das weiß ich nicht. Aber das finde ich heute raus, weil heute geht's um Pilze. Schauen wir mal. Pilze gibt es in tausenden Farben und Formen. Die hier kennt ihr vielleicht. Das sind Pfifferlinge. Und das hier ist ein Steinpilz. Und die Champignons kennt ihr bestimmt auch, aus dem Supermarkt. Viele Pilze wachsen im Wald. Und die beste Zeit zum Sammeln ist der Herbst. Aus Pilzen kann man super leckere Gerichte machen. Aber Vorsicht, viele Pilze sind giftig. So wie der Fliegenpilz hier. Ich gehe heute Pilze sammeln und checke, welche essbar sind und wie man giftige erkennt. Außerdem züchte ich selbst Pilze. Und das Beste, ich suche den teuersten Pilz der Welt, den Trüffel. Pina hilft mir dabei. Also Leute, auf geht's in den Wald, Pilze suchen. Hier kommt der Pilzcheck. Ach und übrigens, den Pilz von vorhin. Kann man zwar essen, schmeckt aber nicht. Naja. Und jetzt die Checker-Fragen. Was ist ein Myzel? Welche Pilze sind giftig? Und wie findet man Trüffel? Das check ich für euch. So Leute, ich gehe Pilze sammeln. Und zwar in einen Wald bei Bad Tölz. Da lebt, ganz versteckt, Annette. Sie kennt sich super mit Pilzen aus und weiß genau, wo man sie findet. Du wohnst voll schön so mitten im Wald. Genau, mitten in den Pilzen. Und wir gehen jetzt zusammen Pilze suchen. Ja, wir schauen, was wir heute finden. Was nehmen wir dafür mit? Also, ich habe dabei einen Korb und ein Pilzmesser. Ein spezielles Messer? Mhm, da kann man sogar schon gleich messen, wie groß der Pilz ist. Sehr cool. Und man soll ja den Pilz auch gleich im Wald putzen. Aha. Hinten kleine Bürste dran. Genau. Meinst du denn, wir finden welche heute? Wir finden mit Sicherheit welche. Dann los. Okay. Im Wald hinter ihrem Haus hat Annette schon oft Pilze gefunden. Trotzdem, ein bisschen Geduld muss sein beim Pilzesammeln. Die sind nämlich meistens ziemlich gut getarnt. Da stehen welche. Oh. Guckt mal da. Was ist das für ein Pilz? Das sind Maronenröhrlinge. Maronenröhrlinge? Mhm, kann man die jetzt essen? Die kann man essen. Tatsächlich? Die sind ganz lecker, ja. Toll. Speisepilze gefunden. Ja, super. Wie würde man die jetzt ernten? Also ich würde die jetzt mit meinem Superpilzmesser abschneiden. Das macht es doch mal. Pilze muss man abschneiden, nicht rausreißen. Sonst wachsen an der Stelle keine mehr. Das oben ist der Hut. Der schützt, weil hier die Sporen gebildet werden. Was sind Sporen? Sporen sind praktisch die Samen der Pilze. Aha. So verbreiten sie sich. Die Sporen sind total winzige Teilchen. Sie sitzen hier unter dem Hut in den kleinen Röhrchen. Die Sporen sind für die Vermehrung der Pilze zuständig. Der Wind trägt sie durch die Luft an einen anderen Ort im Wald. Oder ein Tier frisst den Pilz, zum Beispiel ein Reh. Dann frisst es auch die Sporen mit und scheidet sie woanders wieder aus. Da, wo eine Spore auf dem Waldboden landet, entstehen neue Pilze. Das Ganze funktioniert also so ähnlich wie zum Beispiel bei Äpfeln. Der Apfel ist das Behältnis für die Apfelkerne. Und aus denen wachsen wieder neue Apfelbäume. Und bei den Pilzen funktioniert es genauso. Also das, was ich jetzt in der Hand habe, ist quasi der Apfel beim Apfelbaum. Genau. Aber so ein Apfel ist ja winzig im Vergleich zum Baum. Wo ist denn dann der Rest von dem Pilz? Unter der Erde. Und du findest es hier überall. Schauen wir mal. Schau, das ist das Myzel. Checkerfrage. Was ist ein Myzel? Das Myzel ist hier diese fädenartige Gespinste unter dem Waldboden. Aha, und das ist der eigentliche Pilz. Und das ist hier überall im Boden verteilt. Ja. Und daraus entstehen dann die Fruchtkörper. Die Fruchtkörper sind das, was wir normalerweise Pilz nennen. Aber in Wirklichkeit ist das nur ein winziger Teil vom ganzen Pilz. Unter der Erde breitet sich nämlich ein riesiges Geflecht aus den weißen Myzelfäden aus. Das ist der eigentliche Pilz. Deshalb soll man Pilze auch nicht ausreißen. Das würde das Netz zerstören.
Unter der Erde sind manche Pilze sogar mehrere Kilometer groß. Das Myzel nimmt die Nahrung aus dem Boden auf. Die Nährstoffe verteilen sich über das ganze Netz der Myzelfäden. Das Myzel besteht aus ganz feinen Fäden, die unterirdisch ein riesiges Geflecht bilden. Das ist der größte und wichtigste Teil des Pilzes. Gecheckt. Die sehen ja witzig aus. Was sind das für welche? Das sind Schopftintlinge. Schopftintlinge? Ja. Tu mal mit deinem Finger da unten reingreifen. Echt? Kann ich das machen? Ja, ja. Das wird schwarz. Ja. Guck mal. Und mit diesen Pilzen kann man Tinte herstellen. Echt? Man kann Tinte draus machen? Ja. Mhm. Ist ja cool. Das probiere ich mal aus. Wenn man ein paar reife Schopftintlinge über Nacht in ein Glas legt, tropft die schwarze Flüssigkeit raus. Und die kann man wirklich toll als Tinte benutzen. Ganz cool, oder? Woran liegt es eigentlich, dass man so oft Pilze unter Bäumen findet? Ja, also die Pilze gehen mit den Bäumen gerne eine Symbiose ein. Aha. Was ist eine Symbiose? Das heißt einfach, dass Pilze und Bäume eine Freundschaft eingehen. Aha. Mhm. Genau, also der Baum liefert den Pilzen Zucker, weil sie möchten ja wachsen. Und dafür kriegt der Baum von den Pilzen durch das Geflecht im Boden mehr Wasser und mehr Nährstoffe. Und deswegen haben auch die Bäume was davon. Das Myzel der Pilze wickelt sich um die Wurzeln der Bäume. Dadurch sind sie eng miteinander verbunden und tauschen Nahrung aus. Die Bäume versorgen die Pilze mit wichtigen Stoffen, die die Pilze zum Wachsen brauchen und nicht selber produzieren können. Im Gegenzug liefern die Pilze dem Baum Wasser, denn das können die feinen Myzelfäden leichter aus der Erde ziehen als die dicken Wurzeln der Bäume. Und das Myzel des Pilzes zersetzt tote Pflanzen und Tiere und stellt daraus besonders gute Erde mit vielen Nährstoffen her. Und die brauchen wiederum die Bäume zum Wachsen. Ey, guck mal, was ich für einen riesigen Pilz gefunden habe. Achtung! Ha! Nicht schlecht, oder? Was? Ne! Wo hast du den denn her? Krass. Naja, jetzt erstmal eine Frage an euch. Wahnsinn. Welchen Pilznamen gibt es wirklich? A. Fette Henne? B. Bunte Kuh? Oder C. Grauer Elefant? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Schau. Sind das auch Pilze? Das sind auch Pilze. Sehen abgefahren aus. Ja. Die haben den schönen Namen Totentrompete. Totentrompete? Mhm. Dann sind die giftig, oder? Nein, im Gegenteil. Das ist ein ganz toller Speisepilz. Den kann man super trocknen. Ach komm, du veräppelst mich. Nein, der ist ganz begehrt, weil den gibt's auch nicht so ganz oft. Es gibt im Wald aber schon auch giftige Pilze, oder? Oh ja, und zwar eine ganze Menge. Ja? Mhm. Ich kann da gern welche zeigen. Und wenn du weißt, wo die wachsen? Ja. Total gern. Okay, den nehmen wir mit. Gut, dann machen wir uns auf die Suche nach den Giftpilzen. Checkerfrage. Welche Pilze sind giftig? Oh, schau, jetzt haben wir einen giftigen. Der ist giftig? Ja. Das ist ein giftiger. Was ist das für ein Pilz? Das ist ein gelber Knollenblätterpilz. Ah, du kannst ihn doch nicht anfassen. Doch, weil Pilze, auch die giftigen, auch die tödlichen, sind alle nicht kontaktgiftig. Das macht überhaupt nichts aus. Anfassen ist immer okay? Du kannst den streicheln, alles. Und wenn ich danach die Finger ablecke? Das würde ich jetzt vielleicht nicht machen, aber du müsstest ihn schlucken, dann ist er wirklich giftig. Woran erkennst du jetzt, dass der giftig ist? Also von vornherein erkenne ich das überhaupt nicht, dass der giftig ist. Man muss den bestimmen und da gibt es ganz viele Merkmale. Welche? Also da geht's schon von unten los, ja? Du siehst hier, der hat hier eine Knolle. Diese Längsrillen hier sind typisch für den Knollenblätterpilz. Außerdem hat er diesen Ring um den Stiel. Und auf dem Hut so kleine Flöckchen. Mit dem Spiegel kann man unter den Pilzhut gucken. So müssen wir den Pilz nicht abschneiden. Der Knollenblätterpilz hat Lamellen, diese feinen Rillen hier. Nur wenn alle diese Merkmale zusammenkommen, dann weiß Annette sicher, das ist ein Knollenblätterpilz. Okay, also dann haben wir hier einen echten Giftpilz vor uns. Mhm, genau. Was passiert denn, wenn man jetzt aus Versehen mal so einen isst? Also grundsätzlich, kein Pilz kommt in die Pfanne, den du nicht wirklich kennst oder bestimmt hast. Mhm. Weil da gibt es eben von den giftigen Pilzen einige tödliche. Ehrlich, es gibt Pilze, die einen umbringen können, wenn man sie isst? Genau. Und da reicht ein kleines Stück. Oh, krass. Mhm. Okay. Deswegen nur Pilze sammeln oder zubereiten, die du 100% kennst. Okay. Das Gemeine ist,
Viele essbare Pilze haben giftige Doppelgänger. Guckt mal, das hier ist ein Champignon. Schmeckt super lecker. Aber er sieht fast so aus wie dieser Knollenblätterpilz. Der ist aber tödlich. Und hier, den Steinpilz kann man auch sehr gut essen. Sieht aber dem Gallenröhrling super ähnlich. Und der macht schlimme Bauchschmerzen. Ganz ehrlich, hättet ihr die jetzt auseinanderhalten können? Eben. Und deswegen, wenn man sich nicht sicher ist, den Pilz immer stehen lassen. Und den Giftpilz kennt ihr sicher alle. Den Fliegenpilz. Der hat zwar keinen Doppelgänger, ist aber trotzdem giftig. Also, lieber Finger weg davon. Übrigens, wenn ihr einen angeknabberten Pilz im Wald entdeckt, heißt das noch lange nicht automatisch, dass wir Menschen den auch essen können. Manche Tiere können Pilze fressen, die für uns giftig sind. Giftpilze haben Merkmale, die man unbedingt kennen muss. Also, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, lieber stehen lassen. Gecheckt. Guck mal, jetzt haben wir ein ganzes Abendessen zusammengesammelt. Ja, super gut. Hat richtig Spaß gemacht, Annette. Ja. Danke dir. Danke, Tobi. Leute, guckt mal, wie ekelhaft. Schimmel. Bah. Oh. Die Zitrone sollte man nicht mehr essen, weil Schimmel meistens wirklich ungesund ist. Wenn man die Zitrone noch essen würde, würde man echt Bauchschmerzen kriegen und es könnte einem richtig doll schlecht werden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was erzähle ich euch hier von Schimmel? Schimmel ist auch ein Pilz. Ein Schimmelpilz. Und die Sporen vom Schimmelpilz sind überall um uns rum, auch in der Luft. Das macht aber nichts, weil ungesund wird so ein Schimmelpilz erst, wenn er wächst. Ich habe das mal für euch ausprobiert. Wenn man ein Stück Geburtstagstorte ein paar Wochen lang stehen lässt, passiert das hier. Bäh. Und jetzt mal ein Quiz. Was glaubt ihr, verbirgt sich hinter diesem schönen, pelzigen Pflaumen? Na, eine Orange. Und hier? Bäh. Eine Wassermelone. Schimmelpilze sind übrigens wahre Überlebenskünstler. Kann ich noch mal haben, bitte? Ah, danke. Ah, wie eklig. Erhitzen, einfrieren, es bringt alles nichts, der Schimmel bleibt. Und so einen Schimmelpilz einfach wegschneiden, macht auch keinen Sinn, weil oft hat sich der Schimmelpilz schon durch die ganze Frucht durchgefressen, ohne dass man irgendwas davon sehen kann. Deshalb, wenn ihr irgendwo Lebensmittel mit Schimmel seht, einfach wegschmeißen. Und das mache ich mit der jetzt auch. Mülleimer bitte. Danke. Die weiße Schicht hier auf der Salami und dem Käse ist auch ein Schimmelpilz. Aber sogenannter Edelschimmel. Den kann man essen und der schmeckt auch ganz gut. Mhm, lecker. Pilze stecken auch in anderen Nahrungsmitteln. Im Brezelteig zum Beispiel ist Hefe drin. Ist auch ein Pilz. Der Hefepilz. Er lässt den Teig aufgehen und macht ihn schön luftig. Und ein bestimmter Pilz wird auch bei der Herstellung von Medikamenten verwendet. Er produziert einen Stoff, der Bakterien abtötet. Das Penicillin. Es hilft zum Beispiel bei Ohrenentzündung. Ich bin jetzt mit Bianca verabredet. Hallo Bianca. Hallo Tobi. Darf ich zu dir rumkommen? Ja klar, komm rein. Bianca verkauft Pilze auf dem Viktualienmarkt in München. Hallo, grüß dich. An ihrem Stand hat Bianca die beliebtesten Speisepilze. Es gibt Pfifferlinge, Steinpilze und guck mal, es gibt auch Maronenröhrlinge. Die gleichen wie die, die ich im Wald gefunden habe. Was ist denn das hier bitte? Das ist kein Pilz, oder? Doch, das ist eine fette Henne, sagt man bei uns. Eine was? Ganz eine gut. Fette Henne. Das ist eine fette Henne? Ja. Das ist ein Pilz? Genau, kein Tier, ein Pilz. Aber man sagt auch grause Glucke dazu. Fette Henne oder grause Glucke? Genau. Na klar. Die fette Henne wächst auf Baumstümpfen. Sieht ein bisschen aus wie ein Schwamm. Aber was ist denn zum Beispiel das hier? Das habe ich noch nie gesehen. Das, ich finde, das ist eine Espenrotkappe. Eine was bitte? Espenrotkappe. Eine Espenrotkappe? Genau. Die Espenrotkappe hat eine Besonderheit. Schneidet man den Pilz auf und lässt ihn eine Weile liegen, färbt er sich blau-schwarz. Guckt mal, so wie bei dem Stück hier. Kann man aber trotzdem noch essen. Oh, was ist denn das für ein riesiges Ding hier? Das ist ein Bovist. Beispiel? Ja. Ein Bovist kann sogar 20 Kilo schwer werden. Er ist ein sogenannter Bauchpilz. Das heißt, bei ihm sind die Sporen im Inneren der Kugel versteckt. Bei den Stäublingen funktioniert das genauso. Guckt mal. Hutpilze bilden ihre Sporen entweder in Röhren, wie beim Maronenröhrling, oder in Lamellen, wie beim Knollenblätterpilz. Und die fette Henne ist ein Korallenpilz. Da sitzen die Sporen auf den kleinen Verästelungen.
Meinst du, ich kann dir ein bisschen helfen hier am Stand? Ja, sehr gern. Was kann ich machen? Einfach mitverkaufen? Genau, verkaufst du. Okay. Dann leg mal los. Alles klar. Pilze, frische Pilze, Bovisten, fette Hennen und krause Hühner. Nein, Pfifferlinge! Die meisten Pilze bekommt Bianca von Pilzsammlern, die die Pilze am Vortag im Wald gesucht haben. Aber die Pilze aus dem Wald würden nie ausreichen für alle Kunden. Deswegen werden viele Pilze gezüchtet. Auf sogenannten Pilzfarmen wachsen die Pilze zu Tausenden in Regalen. Da werden sie auch für die Supermärkte verpackt. Pilze könnt ihr auch ganz leicht zu Hause selbst züchten. Ich probiere das mal aus heute, und zwar mit dem Pilz hier. Austernpilz heißt der. Dafür braucht ihr erstmal Kaffeesatz. Kaffeesatz enthält nämlich sehr viele wichtige Nährstoffe und meistens hat man ihn einfach eh zu Hause. Wichtig ist nur, dass ihr frischen Kaffeesatz nehmt, also höchstens 2 oder 3 Tage alt. Außerdem braucht man noch sowas hier, sogenannte Pilzbrut. Das ist sowas wie der Samen für die Pilze. Die Pilzbrut vermischt ihr mit dem Kaffeesatz. Dann das Ganze in einen Blumentopf, Deckel drauf und lasst das Ganze stehen. Den Topf müsst ihr an einem Ort lagern, der so zwischen 20 und 25 Grad hat. Nicht wärmer, denn das mögen unsere Pilze nicht. Nach etwa 2 Wochen kann man schon was erkennen. Die Abdeckung könnt ihr jetzt abnehmen und den Topf an einem schattigen, feuchten Platz lagern. Und immer wieder Pilze ernten. Gut, ne? Was ist denn der teuerste Pilz, den ihr habt? Das teuerste ist der Trüffel. Trüffel? Mhm. Aha. Hast du den da? Ja. Ui. Schwarz und weiß gibt's den? Genau. Was würde jetzt so ein Trüffelpilz dann kosten, wenn du sagst, der ist so teuer? Der kostet 1 Gramm ab 3 Euro. Heißt so der Pilz, so wie er jetzt da ist, ungefähr? Das sind ungefähr 13, 14 Gramm. Macht mal eben 30, 40 Euro für so ein Pilzchen. Genau. Ho. Und weil Trüffel so teuer sind, reibt man sie in ganz dünnen Scheiben übers Essen. Immer mit ein bisschen Öl, dann kommt der Geschmack besonders gut raus. Wenn so ein Stück hier 40 Euro kostet, ja, dann ist ja jedes einzelne noch so dünne Scheibchen kostet 1 Euro. Ungefähr, ja. 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro. Das ist ja eine Besonderheit, isst man nicht jeden Tag. Wahnsinn. Was macht die denn so teuer, diese Trüffelpilze? Es ist sehr schwierig, die zu ernten, mhm, weil die wachsen unten in den Wurzeln. Ah. Genau. Unter der Erde? Unter der Erde, ja. Deswegen bin ich jetzt mit Alina unterwegs. Sie ist Trüffelspezialistin. Sie und ihre Hunde können mir bestimmt bei meiner dritten Checker-Frage helfen. Wie findet man Trüffel? Sind wir denn hier in einem guten Gebiet, um Trüffel zu finden? Ja, total. Hier sind schöne große alte Eichen da drüben. Aha. Und ich denke, da werden wir fündig werden. Ist das so ein Gebiet, wo Trüffel gern wachsen, bei großen Eichen, oder? Ja, schöne große alte Bäume. Mhm. Und wenn es noch Südlage ist, wenn die Sonne gut drauf scheint. Mhm. Mhm. Warum haben wir eigentlich die Hunde dabei? Na, die helfen uns. Die suchen die Trüffel, weil die Trüffel wachsen ja nicht überirdisch, wie zum Beispiel der Steinpilz oder so, sondern die wachsen unter der Erde. Und die Hunde schnüffeln und können den riechen, den Trüffel. Und dann graben die und dann zeigen sie mir, wo der Trüffel ist. Ist ja cool. Dann seid ihr richtig trainierte Trüffelspürhunde. Ja. Dann bin ich mal gespannt, ob wir was finden heute. Ja. Los geht's. Gerne. Kommt. Alina musste lange mit den Hunden üben, bis sie die Trüffel riechen konnten. Aber jetzt klappt's ganz gut. Ist da was? Ja. Echt, jetzt hast du was gefunden? Das ist echt jetzt ein Trüffel. Nee. Und also jetzt hat sie ein bisschen gebuddelt und jetzt weißt du, da ist irgendwas. Eine Schaufel, ja. Und wie tief kann das denn sein? Also zwischen oben drauf bis 10 cm locker. Echt? Ich will ihn ja auch nicht kaputt graben hier. Du kannst auch einfach ein bisschen Erde in die Hand nehmen, mhm, und riechen. Aber das dann riecht am. Müsste es schon ein bisschen nach Trüffel riechen. Also in der Regel duftet es sehr stark nach Trüffel dann schon. Aber ich rieche ehrlich gesagt am liebsten direkt rein. Ja, das ist einer. Ist da, mhm, was? Das also für mich Erde, sagst nach Erde. Du. Das sagen kommt die meisten. Einfach nur ganz normaler Erdegeruch. Obwohl, da ist was Süßliches. Doch, doch, da ist was. Da ist was, ne? Da. Ah, da wird was. Ja, weiß. Da ist er. Ja? Du hast ihn. Habe ich ihn gefunden? Ja. Yeah. Da. Bravo. Wow. Super. Mein allererster Trüffel. Wie cool. Passt
feine Biene, hast du gut gemacht. Guck mal. Was ist denn das jetzt für ein Trüffel, den wir jetzt gefunden haben? Das ist ein schwarzer Trüffel. Mhm. Also es gibt schwarze und es gibt weiße Trüffel. Und das hier ist ein sogenannter Sommertrüffel. Wenn man den zubereitet und in feine kleine Scheibchen schneidet, dann ist der sehr, sehr lecker. Kannst ruhig so. Mal sehen, wie die von innen aussehen. Weiß-braun wird der. Hier, guck mal, ein bisschen aus wie Marzipan eigentlich. Ja, also dieses Braune da, das sind die Sporen vom Trüffel. Die Sporen sind beim Trüffel zuständig für die Fortpflanzung. Genau wie bei den anderen Pilzen auch. Aber die Trüffel sind für die Symbiose so eng mit den Wurzeln der Bäume verbunden, dass sogar die Fruchtkörper unter der Erde wachsen. Der Trüffel ist also darauf angewiesen, dass Tiere ihn fressen und die Sporen wieder ausscheiden. Und deswegen riecht er so stark, damit die Tiere ihn unter der Erde finden. Können wir den denn jetzt mit nach Hause nehmen und zubereiten? Nein, nicht? Du darfst ihn suchen, aber du darfst ihn nicht mitnehmen und sammeln. Ja, und was mache ich jetzt damit? Wieder reinstecken. What? Tut mir leid. Wir haben doch gerade mühevoll den ausgebuddelt. Pina Nein. hat geholfen, ich habe meinen ersten Trüffel gefunden, jetzt soll ich den wieder eingraben? Der Trüffel steht leider auf der roten Liste und ist geschützt und darf nicht gesammelt werden. Und deswegen müssen wir ihn hier lassen. Schade, dass der wieder zurück muss. Aber Pina hat, glaube ich, schon wieder einen Trüffel gefunden. Eigentlich wachsen hier ziemlich viele. Aber trotzdem, in Deutschland ist es verboten, sie mitzunehmen. Die Trüffel, die wir essen, kommen meistens aus Italien oder Kroatien. Also, zurück damit in die Erde. Für die Trüffelsuche braucht man extra ausgebildete Hunde mit einer sehr feinen Nase. So wie Pina. Gecheckt. Hey, ich hätte niemals gedacht, dass wir so viele Trüffel finden. Ja. Das war richtig cool heute. Vielen, vielen Dank. Gerne. Deine Schaufel? Danke euch. Du hast vielleicht den größeren Pilz gefunden, aber ich dafür richtig viele. Und auch verschiedene Sorten. Nee. Ach nee, wirklich? Naja, jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Dafür sind meine viel schöner. Ich wollte von euch wissen, welchen Pilznamen gibt es wirklich? A. Fette Henne? B. Bunte Kuh? Oder C. Grauer Elefant? Na, habt ihr die Antwort gecheckt? Guckt mal. Das ist eine fette Henne. Ja. Das ist ein Pilz. Genau, kein Tier, ein Pilz. Richtig ist also Antwort A. Dieser Pilz heißt fette Henne. Er wächst auf Baumstümpfen und sieht ein bisschen aus wie ein Schwamm. Weil ich Bianca vorhin so gut beim Verkaufen geholfen habe, hat sie mir versprochen, dass wir jetzt endlich auch mal ein paar Pilze essen. So, und weil wir so viele Pilze haben, dachte ich, wir brauchen auch eine besonders große Pfanne. Jetzt kann man probieren. Mhm, super gut. Und ich glaube, das finden die anderen auch. Da kommt ein Löffel mehr drauf. Bitte sehr. Guckt mal, wie gut meine Pilzpfanne weggeht. Schmeckt's euch? Ja. Wir essen unsere Portion jetzt auch noch auf. Es sind keine giftigen dabei, ne? Nein. Bianca, dir vielen Dank. Bitte gerne. Und ihr macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi.